Wir nehmen einfach hier Fundament. So, guck mal hier. Da können wir doch alles fundamentieren hier. So. Ja, haben wir schon mal ein paar Steine weniger. Du brauchst Ziegel. Daran soll es nicht scheitern. Also, machen wir nochmal. Wir hatten hier einen Ausgang. Wenn wir das hier abreißen, hier in Inverter hin. Es ist halt immer Kacke, ne? Das ist, oder du musst wieder mit Fließbändern arbeiten. Das geht natürlich auch, aber ich weiß eben nicht, ob die Technik das so geil findet. Dann hättest du hier einen Depot-Eingang. Du hättest hier einen Depot-Ausgang. So, der Inserter nimmt raus. Ne? Legt aufs Fließband. Und dann nimmt er sozusagen herunter. Hier. Und hier. Und hier und hier. Hier und hier. Ja, dann muss er aufs Fließband legen oder in eine entsprechende Box, aber ich würde eher mit Fließband arbeiten. So, hier wäre Inserter. Jetzt muss ich leider mal eben drehen. Und nicht, vielleicht nicht ganz so viel spielen. Du legst rein. Du legst raus und auf ein Fließband. Was ist denn jetzt schon wieder? Mann, tu doch den Stein aus meinem Weg, wenn ich da gerade arbeiten will, du blöde dämliche Kuh. Hau ab! Mann! Warum hassen die Spiele mich eigentlich immer? Hau ab jetzt! Nimm den Stein mit! Weil er jetzt ein Stein liegt, ist das hochgebaut. Wollt mich doch verarschen. Unglaublich, unglaublich, wie diese Spiele einen immer wieder verarschen. Nee, hier ist es egal wo, es ist jetzt im Weg. Tu weg! Jetzt haben sie nämlich alle so viel zu tun, dass das hier wieder alles nicht fertig wird. Los jetzt, zügig. Der Stein ist jetzt weg, oder was, oder wie, oder wer? Naja, kannst du drin lassen, weil er hier fehlt mir ja noch. So, was braucht ihr denn alles? Maschinenteile, ja, davon brauchen wir jetzt ein paar mehr. Maschinenteile. So.
Was wäre denn, wenn wir hier auch ein Depot hinbauen? So ein Fließband. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Das heißt, hier müsste jetzt in den ein Depotausgang gebaut werden. Hierhin. Oh komm, jetzt leck mich am Arsch. Es kann doch nicht sein, dass ich den jetzt nicht dahin bauen darf. Alter, ist das eine Grützwurst. Das ist unglaublich, wie du hier in dem Spiel immer an so Scheiße endest. Das ist unglaublich. Warum darf ich hier nichts hinbauen? Oh, ey, ist das nervig, Spiel. Ist das nervig. Was ist wirklich in einem Maße nervig, dass ich keinen Bock habe, weiterzuspielen. Ehrlich. Sowas nervt mich total. Warum ist dieses Hafengebiet jetzt wieder besonders und hier darfst du, da darfst du nicht und der Stein geht immer noch nicht weg und mein Gott, muss das denn immer alles so unnötig kompliziert sein? Ich verstehe das nicht. Ehrlich, ich verstehe es nicht. Kann man denn nicht mal ein bisschen mehr Sorgfalt in die Kartenkunde legen? Ach, Kerlokiste. Wird nichts fertig. Was hast du wieder? Veredeltes Holzteil. Jetzt musst du wieder da runter. Also sowas nervt mich echt. Das ist so unnötig, weißt du? Du sollst hier ein hochkomplexes Industriesystem aufbauen. Und das Spiel so, nee, aber an der Ecke darfst du auch nicht. An der nächsten Ecke auch nicht. Und hier sind Gebiete, da kannst du gar nichts machen. Und hier geht auch nicht. Was soll das? Hört auf mit der Scheiße. Produziert es richtig. Mensch, Doktor Seite. Geben Sie sich mal ein bisschen mehr Mühe. Das ist echt nervig. Also wirklich nervig, sowas. Mir soll jetzt keiner kommen. Hier, bitte, die Herausforderung. Scheiß auf die Herausforderung. Ich will schön bauen. Herausforderung brauche ich nie in meinem Leben. Habe ich genug. Und wir wissen natürlich noch nicht, ob das funktioniert. Das ist jetzt erstmal nur die Herstellung von Holzkohle. So, der Einzige, der hier vorne entscheidet, was ausgeliefert wird, ist dieser Knopf. Alles andere lassen wir ganz offen. Mal gucken. Dann warten wir erstmal, bis das hier fertig gebaut ist. Und dann gucken wir mal, dass wir hier unten noch ein bisschen was abgerissen kriegen. Abreißen ist immer schön. Nicht Eisen. Gib mir mal die Ölpumpe. Wusel macht einen, aber auch hier konnte man gar nichts hinbauen, ne? Nö. Warum auch immer. Ist eine Ölquelle. Warum kann ich die nicht zu meinen eigenen? Weiß das jemand? Zufällig?
Falsche Gebiet, ne? Hm, ja, ja, ja. Ja. Geht nicht. Ist nicht darauf ausgelegt. Alles klar. Gleich die Idee vergessen, weißt du? Sonst riecht sich nur noch weiter auf. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob euch sowas auch aufregt, dass euch die Spiele so Unmöglichkeiten vorgeben und so an der Stelle so unmöglich blöd sind auch. So widersinnig, ne? Weil es ist ja nicht notwendig, dass das so komplex, also, oder nicht komplex, komplex wäre hier der falsche Terminus, nein, dass das so unnötig ist, so. Ich verstehe das nicht. Also. Ihr sollt Holzkohle herstellen. Dementsprechend müsst ihr ja, ne, wissen wir ja, Holz. Ach, scheiße. Ja, nee, klar. Ich hab im Kopf jedes Mal diese blöde... Das meine ich damit. Warum muss ich Holzbretter haben, um Holzkohle herzustellen? Ja, ich weiß, das ist so. Aber ich kriege es nicht in die Birne, ehrlich. Ich verstehe es nicht. Ja? Ich verstehe nicht, warum das so sein muss. Warum? Ich kann auch einen Holzscheit nehmen. Jeder Köhler hat einen Holzscheit genommen. Einen Baumstamm gefällt, klein gehakt, da reingeschmissen. Aufgetürmt, ne, zu diesem Gewölbebilde und dann wurde Holzkohle gemacht. Warum muss ich hier ein verarbeitetes Holzbrett benutzen? Das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So, jetzt will ich nicht das ganze Ding abreißen. Will ich nicht. Ich will nur das hier abreißen. Hier auch so eine, ach, das Ja ist hier. Ja, wer ist denn? Wer kommt denn auch auf sowas? Oh, oh. Ja, Herr Dr. Seite, nochmal der Hinweis. Sie dürfen mich gerne ansprechen. Ich habe da so ein paar Ideen für Ihr Spiel. Ehrlich, ich habe da ein paar Ideen, wie es etwas besser laufen könnte. Wenn Sie interessiert, schreiben Sie mir an. So, automatisches Sägewerk. Also, ich müsste jetzt zwei Sägewerke haben. Ich hasse mein Leben. Eigentlich hätte ich Bock, alles abzureißen und fertig zu machen. Ehrlich, ich finde das so krümelig scheiße, alles geplant. Warum ist das Ding so riesig? Es ist so ermüdend. Ja, mal ich weiß, man kann es besser machen, aber es ist einfach ermüdend. Hier muss das hin und glaubt mal, es ist wirklich ermüdend. Es ist wirklich ermüdend für mich. Ich weiß es nicht, warum ich mir jeden Tag sowas hier antue. Ich weiß es nicht. Ja, ich baue zu dicht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Der Fehler liegt immer an dem, der vor dem Computer sitzt und nie an dem, der das Spiel programmiert. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. So. Ah, ey, immer dieses im letzten Moment nochmal umkippen, weißt du?
Hör doch auf damit, Spiel. Hör auf. Ehrlich, es nervt.